Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im DIY Eule Adventskalender. Und heute habe ich wieder eine super, super einfache, schnelle Anleitung für euch. Und zwar auch wieder was eigentlich Ungewöhnliches für mich, und zwar Beauty. Ich zeige euch, wie ihr Body Scrubs, Sugar Body Scrubs selber machen könnt. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, entweder Zucker als Basis zu nehmen oder grobes Meersalz. Das könnt ihr euch aussuchen, hat beides einen Peeling-Effekt. Es gibt auch andere Sachen, ihr könnt auch Kaffee benutzen oder es gibt so Mandelsplitter geschrotetes Zeug, was ihr nutzen könnt. Ihr könnt auch mal googeln, aber ich fand, also Zucker und Salz hat dann irgendwie jeder da, vor allem Zucker. Ich habe das einmal mit weißem Zucker gemacht und einmal mit braunem Zucker. Und dann habe ich noch Mandelöl, das ist direkt kosmetisches Mandelöl, also ihr könnt auch normales Öl nehmen. Nur je mehr richtige Lebensmittel ihr quasi nehmt, desto kürzer hält das Ganze. Das heißt, ich war im Bioladen und habe mir da Mandelöl gekauft. Ihr könnt aber auch Kokosöl nehmen, Shea. Schaut da einfach mal durch, je nachdem, was ihr da haben wollt. Wenn ihr jetzt nicht extra was kaufen wollt, könnt ihr zum Beispiel auch Olivenöl nehmen. Dann müsst ihr aber den Geruch auch mögen. Und was besonders wichtig ist für die Haut, ist auch Vitamin C. Und deswegen gab es bei mir noch einen Spritzer Zitrone. Ihr könnt hier einfach Konzentrat nehmen oder eine frische Zitrone pressen und das mit reinhauen. Genau, und was ihr macht, ist halt den Zucker in ein Schälchen geben und dann ein bisschen Zitrone dazu, ein bisschen Öl und dann rührt ihr so lange, bis euch die Konsistenz gefällt. Ich muss ehrlich sagen, dass es bei dem braunen Zucker irgendwie einfacher war, die gewünschte Konsistenz zu haben als bei dem weißen. Aber das müsst ihr einfach schauen, wie euch das Ganze gefällt. Und ich habe das Ganze dann hier in so kleine Weggläser gepackt. Die sind auch von Ikea. Macht nicht zu viel, denn das Ganze hält nicht besonders lange. Also mehr als 3 Wochen oder so würde ich das wahrscheinlich nicht aufbewahren. Deswegen macht das kurz vor, bevor ihr es verschenken wollt oder selber benutzen wollt. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen und ja, ich finde es eine süße Geschenkidee. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gemixt habt und benutzt und was ihr dafür benutzt. Das funktioniert auch wunderbar als Handpeeling oder als Lippenpeeling. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und dass ihr ganz viele tolle DIY-Geschenke macht. Und ja, ansonsten schaut morgen wieder vorbei, denn bis zum 24. Es ist ja nicht mehr so lange, gibt es jeden Tag noch ein Video von mir. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Ansonsten schaut doch mal bei einem von meinen letzten Videos vorbei. Und dann sage ich mal, bis morgen. Tschüss.